Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Evil Within. Ich habe gedacht, letzte Folge, das wäre die Folge, wo wir jetzt sagen, boah, jetzt killen wir den Ruvik. Und jetzt sind wir dabei, immer weiter in den Bösen des Höhlen des Löwen zu wandern. Und ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Vielleicht kommen wir jetzt näher nach Ruvik. Okay, das ist verschlossen. What the fuck? So. Ja, das ist klar. Ich hätte trotzdem noch gerne mehr Munition. Ernsthaft jetzt. Das wäre jetzt richtig nice. Das wäre toll. Es wird mir nichts gegönnt, nichts geschenkt. Aber diesmal fahren wir nach oben, statt gehen wir nach unten. Wenn ich hier lebend rauskomme, setze ich nie wieder einen Fuß in einen Aufzug. Ach, wir fahren jetzt den Turm nach oben. Das dauert aber lange. Amanda, was ist das? Wir sind da. Ruviks Hirn oder was? Widerlich. Hier wird er sein. Könnte sein, dass das Leslie ist. Joseph. Kidman. Ah, das ist der Busfahrer gewesen, oder was? Schulze. Das kann nicht sein. Hilfe! Hilfe! Sebastian, geh weg von ihm. Sebastian, hör mir zu. Hör auf. Du willst doch dasselbe wie wir. Gut, ich verstehe. Du bist nicht der junge Detective und das ist nicht irgendein gewöhnliches Kind. Du hast Joseph getötet und auf mich geschossen. Für mich sind das im Moment ausreichend Gründe, dir nicht zu vertrauen. Du bist ein guter Mensch. Deshalb habe ich... Es macht keinen Sinn mehr. Wenn du weißt, wer dieser Junge ist, wenn du irgendetwas weißt, dann weißt du, warum er nicht weiterleben darf. Blödsinn. Es ist Ruvik. Er ist derjenige. Leslie, halt! Bin ich auch da unten? Ja!
Ernsthaft. Hallo Rubik! Du krankes Schwein! Was war da los? Junge! Schon wieder! Was soll ich denn machen? Was soll ich wieder machen? Du fieses kleines Etwas. Gehen wir jetzt links. Läuft bei mir. Ist mir da rechts? Also. Ich hab eine Links- und Rechtsschwäche. Tut mir leid, Leute. Wow. Hast du Mob gehoch, Alter? Du hast kriegst doch eine Zahnspange. Junge, Junge. Oh ja. Cooles Ding. Voll aufs Hirn, Alter. Voll aufs Hirn. Das hat mir Spaß gemacht. Nochmal. Boah, Volltreffer!
Ich bin noch sowas von übelst geflasht gerade, so übelst geflasht. Alter Schwede, Junge! Ich habe diese Welt erschaffen. Du kannst mich hier nicht festhalten. Das ist mir klar, aber irgendwann ist auch mal Schluss mit der ganzen Sendezeit. Okay, irgendwie. Ich laufe dahin jetzt. Ziehe eine Waffe. Habe ich nicht. Gut, dann. Ich erledige das. Ja, treten noch mal mit dem Fuß da drauf. Komm. Gut. Lebenszeichen, Sir. Hallo, Kidman. Meine Süße. Lasst ihn hier. Und die beiden auch. Die gehen nirgendwo hin. Nirgendwo. Schon wieder hier. Einige sehen aber sehr tot aus. Das Kind, ja? Was ist das, Leslie? Los, los, los! Detective! Sind Sie okay? Ist noch jemand hier? Ich brauche ein wenig echte, frische Luft. Leslie. Wow.
Wir haben es endlich geschafft. Das ist The Evil Within gewesen. Und ich muss schon sagen, allgemein das Spiel fand ich wirklich in sehr vielen Facetten sehr schön gemacht, sehr schön detailliert. Die Leute haben sich echt sehr viel Mühe gemacht mit der Grafik. Trotzdem, es gab einige Mankos, was ich in diesem Spiel wirklich ein bisschen schade fand. Zum einen fand ich die Musik, beziehungsweise, warte mal, ich habe das ein bisschen zu doof eingestellt. Nicht die Musik, sondern die Grafik und die Steuerung fand ich super schwer. Vor allem die Kamerarichtung fand ich echt sehr doof gemacht. Und das war echt bedrückend. Vor allem mit der Magnum und mit der normalen Kanone muss ich schon sagen, das war wirklich nicht die Art, die man sich wirklich gewünscht hat, mehrere Knöpfe zu drücken und dann jedes Mal, wenn du zielen wolltest, war die Magnum drin. Das war echt scheiße. Auch die Story fand ich auch sehr labberig. Ich muss schon sagen, ich meine jetzt nicht so von dem Weg zu Weg hin, sondern man muss sich das natürlich erlesen und was weiß ich alles, aber trotzdem, man hat diese Tagebücher gelesen und diese Zusammenhänge, die kamen gar nicht so richtig bewusst rüber. Schließlich habe ich von dieser Geschichte, von dieser Storyline, von dem Tagebuch her nicht wirklich viel mitbekommen. So allgemein, dass es nachher über Ruwik war und was er für einen Schaden hat so in seinem Kopf und was er eigentlich machen wollte und warum das auch alles so passiert ist. Und im Nachhinein habe ich so in etwa, denke ich mal, gecheckt. Es war aber trotzdem sehr schwer. Ich müsste es eigentlich ehrlich gesagt noch ein bisschen durchlesen, damit ich weiß, so war das auch gemeint oder so. Ich müsste diese Archive alle nochmal durchlesen, damit ich ungefähr jetzt mal wirklich nochmal für die Story per Moment das nochmal überhaupt mal weiß, wie es damit gemeint ist. Aber wie dem auch sei, so an sich fand ich das Spiel mit diesen Horror-Futures von diesen Special Effects verdammt gut gemacht. Ich habe mich sowas von des Öfteren fast eingeschissen und ich würde sagen, für jeden zu empfehlen, die einen wunderschönen Horror-Survival-Game spielen wollen, ohne jegliches großartiges Nachdenken, einfach so, wo man sich ein bisschen durchmarschieren kann und sich gruseln will, dann ist das Spiel definitiv das Geld wert. Ich weiß zwar heute nicht, wie preisig dieses Spiel ist. Das weiß ich nicht, aber ich denke, für jeden, wenn es jetzt für 20 Euro noch im Laden ist, denke ich mal, kann man das Spiel ganz gut antun. Definitiv. So für mich, muss ich schon sagen, bis auf die Steuerung, Kamerawinkel und die lasche Story-Ermittlung, fand ich das so von allen anderen Facetten wunderbar. Ich gebe das Spiel, sage ich jetzt mal, von 1 von 10 Punkten gebe ich eine 6, weil die anderen 4 Punkte waren eben halt wegen Steuerung, Kameraführung und die Story und diesen einen einzigen Punkt, den ich dann noch dazu nehme, was einfach nur beschissen war, das war die Allgemeinsituation. Es war jedes Mal, waren da solche Effekte, da kann man, keine Ahnung, ist man einfach stehen geblieben, so ungefähr. Dann dachte man, hä? Weil ich weiß nicht, wie viele Male und Situationen ich fast liegen gelassen habe, weil man diese aufgetauchten Symbole X, Viereck oder, keine Ahnung, diese Kartenfragmente oder was ich übersehen hatte, weil man die nicht gesehen hat. Also doch, also man hat übersehen hat man die, weil man die wahrscheinlich so gut versteckt waren, aber ich meinte jetzt so, wenn die übersichtlich waren und man ist darüber gelaufen, man hat X gedrückt oder was weiß ich, dann hat er gar nicht erst aufgehoben. So meine ich das. Es war wirklich von der Steuerung her echt widerlich in dem Sinne. Grafisch muss ich schon sagen, das war mal gar nicht mal so schlecht. Also 9, wenn ich 1 von 10 Punkten würde ich die Grafik sagen, 9 von 10, weil ich denke mal, es gibt wesentlich besser grafische gemachte Horror-Survival-Games. Ich erinnere euch, obwohl das grafisch nichts viel gemacht worden ist, aber ich fand
Alison Road, was sie jetzt leider nicht mehr machen, oder Resident Evil 7, was es jetzt demnächst in der Laden zu kaufen gibt. Dauert natürlich noch ein bisschen, aber es wird es auf jeden Fall geben. Ist es natürlich nicht zu vergleichen. Oh, ist das eine schöne Musik. Für mich ist das nur ein bisschen noch zu laut. Ich habe das zwar jetzt ein bisschen vom Capture ein bisschen oben um die Hälfte jetzt ein bisschen runtergemanagt, dass ihr mich gut verstehen könnt. Trotzdem, ich fand das so an sich, es waren sehr viele geile Sachen dabei. Dieses komische Hund da, oder dieses Monster, der mich mit dem Arsch fressen wollte, oder dieses Spinnenmonster, der einfach mal ein bisschen geil auf dem Bus war. Ist so krass. Ich meine, die Monster allgemein waren wirklich gut gemacht. Auch die Atmosphäre widerlich und ekelhaft wiedergegeben. Ein großes Lob an die Entwickler, dass sie so ein tolles Game überhaupt auf den Markt gebracht haben. Nur die sollten sich nächstes Mal wirklich sich ein bisschen Gedanken machen, wie man sich das mit der Kamera oder mit der Steuerung sich das ein bisschen besser überlegt. Denn Metal Gear Solid zum Beispiel hat das ja auch gut hingekriegt. Von der Person aus die Kamera verdammt gut zu schwenken und alles. Ja, dann lass uns doch einfach mal den Refrain gut eingehen. Und ich sage dann schon mal Tschüss. Und wir sehen uns bei unserem nächsten Projekt. Ich kann euch schon mal verraten, was es dann beim nächsten Projekt gibt. Es gibt Little Big Planet. Und darauf freue ich mich eigentlich auch. Erstmal komplett mal was anderes. Kein Horror. Kein extra klassisches Psycho-Spiel-Ding, sondern einfach mal was für die Lachmuskeln, mal was Süßes. Ich denke mal, sowas für als Abwechslung wäre es doch mal ganz geil. Und das wird nächstes Mal mein Hauptprojekt. Und ich wünsche euch jetzt schon mal einen wunderschönen Abend. Dankeschön, dass ihr da wart, dabei wart, mitgefiebert habt. Was heißt wart? Seid! Danke, dass ihr mitgefiebert habt und dass ihr da seid. Dankeschön. Alle Male. Und wenn es euch alles gefallen hat, gebt mir ein Like, einen Daumen hoch und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Dankeschön. Euer Mugen. Bye. Ciao.